Im Frühjahr sind es seine violetten Blüten, die den Blaumohn auf den Feldern zum Hingucker machen. Landwirt Robert Kögel aus Dobichau interessiert sich mehr für das, was nach der Blüte kommt, die begehrten Mohnkapseln. Wir hatten 2020 nach einer Nische gesucht, die wir ohne irgendwelche Spezialtechnik bearbeiten können und sehen können und ernten können. Und das haben wir im Blaumohn gefunden. Den können wir mit eigener Technik sehen und ernten. Das Einzige ist die Aufbereitung. Dafür brauchen wir einen Dienstleister und der erledigt das für uns. Aber noch ist der Mohn nicht erntereif. Die Körner sind noch nicht durchgehend grau, wie ein Test zeigt. Wir nehmen die Kapsel, halten die ans Ohr. Wenn der schön raschelt und die Kapsel sich nicht mit der Hand eindrücken lässt, dann ist er erntereif. Hier verarbeitet man noch die Blaumohnernte vom letzten Jahr. In der Bäckerei von Jens Leder aus Wählitz freut man sich über das wiederentdeckte Nischenprodukt aus der Region. In seiner Backstube wird der beliebte Mohnkuchen noch nach altem DDR-Rezept gebacken. Und dem Bäcker freut es, dass er seinen Blaumohn quasi aus der Nachbarschaft bekommt. Wir verwenden Blaumohn aus der Region, um die Bauern zu unterstützen und weil er eine sehr gute Qualität hat. Und schön nussig schmeckt und körnig ist. Ein paar sonnenreiche Tage später ist der Blaumohn so, wie er sein sollte, um geerntet zu werden. Auf den Feldern von Robert Kögel ist der Mähdrescher im Einsatz, um die 10 Hektar Blaumohn zu ernten. Um einen möglichst hohen Körnerertrag zu haben, müssen die Mohnkapseln schonender gedroschen werden als Getreide. Dafür ist eine optimale Einstellung des Schneidwerks von größter Bedeutung. Landwirt Uwe Georgi, mit dem sich Robert Kögel einen Mähdrescher teilt, unternimmt eine letzte Probedreschung, bevor sich die Bauern auf das richtige Setup einigen. Letzte Lagebesprechung zum Dreschgut. Es sieht gut aus. Die Bedingungen sind insgesamt optimal. Heute ist der Mohn schon reif. Die Kapseln sind hart und lassen sich nicht mehr so einfach eindrücken. Es kann losgehen, der 10-Tonnen-Koloss setzt sich in Bewegung, um das kostbare Erntegut vom Feld zu holen. Die kalkhaltigen Böden und das Klima in der Unstrut-Region sind optimal für den Blaumohnanbau. Dennoch ist die Feldfrucht in Sachsen-Anhalt eher ein Exot. Uwe Georgi baut selbst keinen Blaumohn an, findet es aber gut, dass sein junger Kollege mal etwas anderes versucht. Blaumohn ist nicht alltäglich, wird in Sachsen-Anhalt nicht viel angebaut. Wie hoch die Erträge in diesem Jahr ausfallen, lässt sich erst nach der Aufbereitung sagen. Dennoch lohnt der Anbau. Für eine Tonne Blaumohn zahlen Abnehmer schon mal bis zu 3.000 Euro.